Hallo, liebe Leute, jetzt ist wieder Zeit für FIFA 15 Karriere. Ja, Karriere deswegen, weil ich jetzt wieder Karriere spielen will. Weil in Ultimate, da läuft ja überhaupt nichts. Und ich bin echt enttäuscht im Moment von FIFA 15, ganz ehrlich. Weil mit der Steuerung komme ich nicht wirklich klar. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum oder was da fehlt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel Steuerung jetzt mal ausprobiert, um mal zu sehen, ob ich da irgendwas Besseres hinkriege. Aber irgendwie komme ich mit der nicht klar. Der Controller ist der gleiche wie immer, Xbox 360 Controller. Und eigentlich normalerweise, wie gesagt, irgendwie komisch das Ganze. Und jetzt spiele ich halt Karriere, weil ich muss schauen, was der Fehler eigentlich dran ist in einem Spiel. So, geht gleich los mit dem DFB-Pokal gegen Hamburger Sportverein. Und die Mannschaft, die lassen wir so, wie sie ist jetzt. Und ja. Okay, ich habe hier eine komische Mannschaft gerade. Ich glaube, die B-Mannschaft, so wie das aussieht. Keine Ahnung, wieso jetzt. Ich habe eigentlich nichts umgestellt, aber okay, dann versuchen wir es halt mal so. So, los geht's im Hallo DFB-Pokal gegen zusammen, Hamburger ich bin Manni SV. Beugmann. Mit mir kommentiert Frank Buschmann. Herzlich willkommen zum heutigen Pokalspiel. Das wird spannend. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen Bayern München. Was ich denen auch anlegen kann, ist ja das, dass zum Beispiel, dass die Schiedsrichter so Der viel FC Bayern hat Fehlentscheidungen natürlich machen, auch seine Neider in der wo ich Fußball-Bundesliga. denke, ey, oh Solche mein Gott. Rivalitäten liefern immer gute Storys. Wer sportlich erfolgreich ist, der wird eben auch angefeindet. Ich glaube, das ist normal. Ich erinnere mich immer gern an die Titelzweikämpfe auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach, mit dem HSV, Bayer Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Ja, was dieses Jahr nicht so ist. Wir wissen ja, Borussia Dortmund ist zurzeit auf dem 16. Tabellenplatz. Das muss man Das sich war mal der Anpfiff. vorstellen. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. So. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Weihrauch. Und Boah, die ey, das meine Angreifung ich wieder damit. gestoppt. Da werde ich vom Piracek. Füßen weggezogen, aber wie? Dann Ein Ball, sagen zwei die, Spieler, wer kriegt war ja ihn? nix. Ja! Das Oh, muss doch Wahnsinn, Elfmeter ey, ja, werden. pfeift mal Elfmeder für Gibt mich. Elfmeter. Ja, wer soll jetzt schießen? Thomas Müller spielt ja nicht. Ah, da stellt er sich aber nicht sonderlich geschickt an. Er zieht und zerrt an seinem Gegenspieler. Ja, und Da wie, war sieht die er das? Grenze überschritten. Absolut vertretbar, dass ihn der Unparteiische hier zurückpfeift. Claudio Pizarro. Der Jawohl, Kipp und eiskalt Götze verwandelt. mit 1-0 für die wie er Bayern. es gemacht hat. Ganz souverän, ohne Ah, jedes Problem. läuft doch. Also, bis jetzt, muss ich sagen, läuft's gut. Super gemacht. Da zeigt Hoffen sich wir die mal, dass es so Nervenstärke bleibt. des echten Profis. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Wir haben das Führungstor gesehen und der FC Bayern hat es erzielt. So, konzentrieren. Aslan. Konzentrieren, weiterspielen. Ah! Mann, Leute! Ach Torwart genau dran, aber Gott! unfreiwillig und der Ball, er landet im Tor. Was war denn das schon wieder für ein Abwehrfehler von Krasnay? Oh mein Boah, das Gott! ist eine ganz enge Kiste. Jetzt nach dem Oh. Ausgleichstreffer wird es erstmal so richtig spannend. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Okay, das ersparen wir uns. Pizarro. Weiter geht's, weiter geht's, Leute. Was ist das für eine Diesen Mannschaft Pass hier, konnte ey? keiner der Kollegen kriegen. Ich frage mich gerade, weil ich die Mannschaft nicht umgestellt habe. Boah, der.
Rode, er ist nicht schlecht, ey, der ist echt nicht schlecht. Und Achtung, der könnte passen. Ah! Eine Flanke, aber der Gegner passt auf. Aber der passt war schlecht. In der Abwehr haben wir so unsere Defizite. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. So, weiter geht's. Shaqiri. Hopp. Thiago. Ah, der Pass war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aslan. Ah, das sind echt Abwehrfehler hier. Das ist echt Wahnsinn. So natürlich auch immer. Merani. Da, jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg vom Ball. Es gibt's nicht, ey. Meine Fresse, Alter. Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Prallt er ab und zack, so, genau den Gegenspieler vor den Füßen und dann zack, 2-1 für den Hamburg. Boah, das ärgert mich jetzt tierisch. Denn die Münchner, sie liegen zurück. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Pizarro. So viel Glück hab ich natürlich nicht, ey. Dabei redet man immer vom Bayern-Dussel, aber irgendwie, ich hab das nicht. Tut mir leid. Da! Thiago. Pizarro. Der war gut. Herrliche Flanke. Nein! Alter! Das Tor so groß. Und hier sind schon alle aufgesprungen. Das war eine hundertprozentige Chance, Mann. Das war eine hundertprozentige Chance. Und der macht das Ding nicht rein, ey. Meine Güte, ey. Mann, was ist nicht? Lahm. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. Ich blamier mich, glaub ich, ey. Rode. Oh, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Pizarro. Alter. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball und ganz sofort abgefangen. Ja, Nachschusstor. Ja, Eieieiei. Ausgleich. Ein klasse Tor. Und völlig zu Recht lässt er sich da feiern. Volle eigene Sensationell. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten. Und wo fällt die Kugel hin? Genau vor die Füße des Stürmers. Und der schiebt ein. Die B-Mannschaft macht's, würde ich sagen. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung. Da dürfen wir sicher sein. Jetzt haben wir nochmal die Chance. Jetzt könnte es klappen. Achtung! Ach, Mann! Diese Chancen, die muss man einfach nutzen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, ich fluche wieder zu viel. Die Chancen, die muss man nutzen. Sauber gegrätscht. Nikolai Müller. Das war zu ungenau. Halbzeit. Im Schnitt alle 11 Minuten ein Tor. Das ließ sich doch gut an. Der Pausenstand 2-2. Hoffen wir mal, dass es in der zweiten Halbzeit noch im Schnitt besser wird. Jetzt ist die Führung dahin und in der zweiten Hälfte müssen sie wieder von vorne anfangen. Und das ist psychologisch natürlich totaler Käse. Aber es bleibt ja noch die zweite Halbzeit. So, wir haben hier Alonso hätten wir noch da. Wir hätten auch noch Robben da. Alonso vielleicht später noch, mal schauen. Jetzt machen wir Gas, jetzt geben wir Gas. Jetzt wollen wir Gas geben. Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Also habe ich es doch selber umgestellt, glaube ich. Lewandowski.
Ein Versuch der Balleroberung. Ja, schade. Diekmeier. Hin. Rode. Robben. Bah. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Okay, das sieht die gelbe Karte dafür. Deftig zu, es gibt eine gelbe Karte und zwar. Er hat sogar ziemlich spät gepfiffen, muss ich sagen. Aber er hat gepfiffen, okay. Geht auch genau gegen den Mann, ey. Kommt eindeutig zu spät. Olé. Philipp Lahm. War schon wieder so ein Ding, ey, wo ich sage, muss das sein? Miracek. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Lahm. Pass zu Robben. Robben im Ballbesitz. Der Robben ist schnell, der Robben ist schnell. Ah, oh, schade, abgeflasht. Fängt die Flanke ab. Tief Flanke, ja, wenn die Chat gekommen wäre. Eckball. Volley im 16er, ohne lange zu fackeln, rechts im Kasten schlägt ein. Ja, das war das Tor von dem, wo er jetzt auf der Bank kommt. Hat er gut geschossen, muss ich zugeben. Und! Robben. Ah! Gut blockiert vom Verteidiger. Alaba. Pizarro. Der Assistent zeigt an, abseits. Ach komm, ey. Das war ein Schuss auf den Mann und. Naja, okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ganz wieder Ruhe. Wir müssen uns da wieder rausholen. Aus diesem. Entwickelt sich möglicherweise was. Arjen Robben im Ballbesitz. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, ja, sehr schade. Schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Oh, Lahm. Das ist wichtig. Du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Jansen. Der kriegt den sogar noch. Den muss er jetzt nur noch reinbringen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hamburg drückt. Alter! Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Bei diesem Fall hört den Kommentar. Überhaupt nicht aus. Ja, es gibt eine gelbe Karte, die natürlich. Betonung. Dass am Anfang ein Zeichen setzt. Am Anfang. Wenn er so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt's keinen Vertun. Wir sind in der 78. Minute und er sagt am Anfang. Das muss man immer geben, ey. Dante. Es steht schon eine Weile unentschieden. Damit sind die Bayern natürlich nicht zufrieden. Natürlich nicht. Hier steht's 2-2. Gegen wen geht es eigentlich als nächstes, Buschi? Der nächste Gegner von Bayern München heißt Borussia Dortmund. Das hat sich der Trainer sicherlich anders gewünscht. Da haben sie den Arjen Robben angeschossen und jetzt ist der Ball eben aus. Ja, Borussia Dortmund ist dann was ganz Besonderes. Na, betone, Borussia Dortmund habe ich in FIFA 14 nie eine Chance gehabt. Also, Wahnsinn, wie oft ich gegen die verloren habe. Alaba. Aber. Ja, entscheidet auf Einwurf. Wenn wir mit Hamburg schon Probleme haben, ey. Okay, man darf es ja jetzt nicht von der Realität sehen, da ist ja Hamburg noch schlechter. Und Achtung, genau hingeschaut. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Das geht, glaube ich, in die Verlängerung. Das würde ich gerne vermeiden. Irgendwie möglich ist. Auch wenn ich hier mit der B-Mannschaft spiele. Und Heiko Westermann. Jansen.
Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Ah, in die Verlängerung. Minuten steht sie immer noch unentschieden. Das heißt, das Spiel wird in der Verlängerung. Erstes DFB-Pokalspiel, erste Verlängerung. Das ist gar nicht gut. Fällt mir mal gar nicht. Klar, wir sind ein Haus. Wir sind der haushohe Favorit, aber. Puh. Lassen wir doch nochmal Alonso spielen. Weil die Passgenauigkeit, was der hat. In den regulären 90 Minuten. Und deswegen gibt es jetzt Verlängerung. Können uns auf jeden Fall weiterhelfen. Solange man den Gegentor kriegt. Ach komm, ich hab den noch gehabt. Peter attackiert. Lass Hogger. Die verstehen sich blind. Aber noch nicht geklärt. Zu früh gestartet. Abseits. Aua, aua, aua. Entschuldigung. Das ist einfach zu spannend, das Spiel. Dante. Ich liebe ja spannende Spiele, aber muss es gerade sein? Im ersten Spiel im DFB-Pokal? Robin. Der Pass war nice von Robben. Geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Ach, komm, aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Jetzt sieht er. Ah, das gibt's nicht. Das war eine Glanzparade des Keepers. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Pizarro. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ah! Also wir sind eindeutig am Drücker, aber ich bezweifle noch, dass man vor Ende Bewegung, irgendwie noch zu schaffen, hört man ihn rufen. Ah, erste Halbzeit rum. Also erste Halbzeit von der Verlängerung waren wir eindeutig überlegen. Das kann ich schon mal feststellen. Ich meine, wie gesagt, ich liebe spannende Spiele, aber die sollten ja für mich ausgehen, würde ich sagen. Versuchen jetzt noch was. In die zweite Hälfte Verteidigen mit nach vorne, das ist zwar gefährlich, aber jetzt könnte er rechts rausspielen. Könnten damit noch ein bisschen mehr Druck machen und vielleicht sollte. Ich hoffe es, Alonso. Lewandowski. Ah, Mann. Muss der den Ball doch nicht einfach so wegnehmen. Komm, lauf. Ah, oh, der ist nicht mehr so sprintig. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Verdammt. Thiago. Jetzt. Wunderbar. Jetzt. Ah. Ja. Und damit gibt's nicht, ich komm nicht in die Position, ey. Oh, jetzt ist er weggerannt. Oh, Mann. Ja, liebe Zuschauer, das sehen Sie zu Hause an den Geräten natürlich auch. Der Mann wirkt müde. Es ist egal, ob der müde ist. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten, ja. Dickmeier. Ball im Aus, Einwurf. 117. Minute, also gleich Elfmeterschießen, wenn wir welche haben. Oder vielleicht auch noch nicht. Alter! Es gibt Freistoß. Freistoßnummer. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. 120. Minute. Das wird eng. Leute. Letzte Chance. Direkt. Nee. Die Mauer rückt nach vorn, das ist das übliche Spielchen. Und der Schiedsrichter greift in keinster Weise ein. Ja! Noch eine Chance vielleicht? Und
Okay. Und der Sieger abgepfiffen, Elfmeterschießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Erste Saison, DFB-Pokal, erste Runde raus, Fragezeichen. Ich hoffe mal nicht, ey. Die Nerven sind blank, meine Freunde. Jetzt haben wir da ein paar Bayern-Fans an der Seite. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Ja gut, wir haben ja leider kein Ding dabei, keinen... Wir haben halt leider keinen Müller mehr dabei. Okay, dann lassen wir es so. Die aktuelle Änderung an der Aufstellung willst du? Nein. Oh, weiter. Achso, da oben auf weiter. Ich habe noch nie ein Elfmeterschießen hier gemacht. Auf mich wirkt er etwas flatterig. Ach, das ist doch. Ja, diese. Frech und am Rande. Er bleibt fast stehen. Und Tor! Er behält den Erfolg. Ich mach's wenigstens ja, direkt und nicht mit so Stolperbällen oder so. Und ja! Und den hat no, er hat ihn gehalten. Das hat er ganz locker. Robben, eiskalt. Ja, wirkte fast schon lässig. Cool. Ah, falsche Ecke gedacht. Super. Gute Nerven. Sehr platziert. Tor. Schönes Ding. So musst du einen Elfmeter schaffen. Da wollte er wieder so einen Lupfer machen. Ja, zumindest wenn du meinst, du müsstest den Keeper ganz alt auftreten lassen. Also mehr Spannung. Und Tor! Das ist die Entscheidung! Lewandowski macht die Entscheidung. Das sind beide im Elfmeterschießen. Und mit diesen Bildern darf ich mich von Ihnen verabschieden. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihr Manni Breukmann. Vielen Dank, meine Fans. Ihr habt mich sehr unterstützt. Die paar, wo da waren. Also ich muss sagen, es war schon eng. Dass Elfmeterschießen jetzt so gut läuft, habe ich auch nicht gedacht. Aber okay, wir sind eine Runde weiter, wir freuen uns. Und von daher passt es. So, nächster Gegner in der Bundesliga, Borussia Dortmund. Das wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Da müssen wir alles geben. Da müssen wir wirklich alles geben, was geht. Weil da müssen wir gewinnen, dass wir in der Tabelle an Borussia Dortmund dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Abo dazulassen, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ein Kommentar wäre natürlich auch schön mit Anregungen oder Lob für diesen Kanal, damit ich dann mit eurer Hilfe diesen Kanal für euch noch verbessern kann. Wünsche dann allen Zuschauern noch einen schönen Tag und man sieht sich wieder bei weiteren spannenden Let's Plays.